Oft wird mir nach so großen Operationen auch eine Anschlussheilbehandlung angeboten, also eine Art Reha, die direkt im Anschluss an die Klinik, an den Klinikaufenthalt gemacht wird. Gibt es da auch Stomatherapeuten? Ja, und das ist geregelt im Anforderungsprofil der Deutschen Rentenversicherung, der DRV-Bund. Dort ist einvernehmlich geregelt, dass ein Stoma-betroffener Mensch in der Anschlussheilbehandlung oder aber im Rahmen der Reha eine Beratung in Bezug auf seine Stoma-Anlage bekommen soll. Und da ist auch die persönliche Qualifikation der Ausführenden beschrieben. Mhm. Das heißt, da ist auch Inhalt und Umfang der Beratungseinheiten definiert. Da gibt es Einzelberatungen, da gibt es auch Gruppeninformationstage. All das findet man dann auf Anfrage auch oder bei der Recherche zu dieser einzelnen Reha-Klinik oder aber bei der DRV-Bund. Dass man da direkt nachfragt. Dass man direkt nachfragt. Versicherungsträger, ja. Gibt es dort auch eine, also die Klinik, also oft ist es ja so, wenn ich dann sage, ja, ich will eine AHB machen, das ist ja keine verpflichtende Geschichte, es wird mir von den Ärzten empfohlen, wenn sie es für sinnvoll halten, dass ich zwar einen Wunsch äußern kann, wo ich gern hin möchte, in welche Klinik, dass aber der Rentenversicherungsträger dann eigentlich entscheidet. Aber dann kann ich auch direkt dort nachfragen, haben die dort überhaupt ein Stomatherapieangebot, haben die Therapeuten im Haus? Ja. Was ist das Ziel von der Stomatherapie in so einer Anschlussheilbehandlung? Die in der Klinik begonnene Schulung und Anleitung in der Selbstversorgung zu verfestigen, bestehende Informationsdefizite noch zu beseitigen durch Zusatzspezialinformationen, die man vielleicht noch benötigt, Fragen zum Verhalten in Bezug auf Sport, Fragen zur Ernährung und alle möglichen Dinge drumherum. Das heißt, Stomatherapeuten kann ich auch, also nicht nur Fragen dazu stellen, wie ich jetzt den Beutel da richtig auf den Bauch mache, wie oft ich den wechseln sollte und sowas, sondern eigentlich alles, was mir jetzt durch den Kopf geht, kann ich damit meinen Sport noch machen, kann ich meinen Beruf damit machen, wie gehe ich damit in meiner Beziehung um, haben die Stomatherapeuten da auch Antworten drauf? Das ist der Grund, warum unsere Weiterbildung so umfangreich ist. Okay. 2 Jahre berufsbegleitende Weiterbildung füllen wir nicht damit, wie, auf welche Art man welchen Beutel am besten am Bauch befestigt. Ja. Unser Anliegen ist, den gesamten Menschen zu sehen und deshalb zählen da auch solche Themen dazu. Welche Tabletten kann ich denn nach der Stoma-Anlage einnehmen? Ja. Ja, bei gewissen Operationen werden Darmanteile entfernt und nicht jede Medikamentendarreichungsform wird weiterhin unverändert gut aufgenommen. Also das macht das Feld am Ende ja tatsächlich sehr groß. Auch das macht unsere Arbeit so vielseitig und spannend und deshalb ist es ratsam, sich an einen qualifizierten Pflegeexperten in Sachen Stomatherapie zu wenden. Mhm. Arbeiten Pflegeexperten dann auch mit Betroffenen zusammen oder betroffenen Organisationen, Selbsthilfeorganisationen? Weil das sind ja dann Themen, die auch sehr in den Alltag reingehen, mit dem sich ja auch die Selbsthilfe sehr stark beschäftigt. Ja, im Rahmen der Fortbildungsveranstaltungen, die zum Beispiel für Mitarbeiter des Krankenhauses und auch für Betroffene im Rahmen der zertifizierten Darmzentrumsarbeit abgegeben werden, da werden solche Veranstaltungen durchgeführt und da können Menschen sich dann umfangreich informieren. Und solche Veranstaltungen finden oft in Kombination mit den lokalen Selbsthilfeorganisationen statt. Ja. Und deshalb ist es ein sehr fruchtbares und für alle Beteiligten wichtiges Miteinander. In den Beratungsgesprächen ist da Selbsthilfe auch ein Thema? In jedem Beratungsgespräch. Okay. Also muss es einfach sein, weil nur zu diesem Zeitpunkt in der Klinik hat man die Gelegenheit, den Menschen die Wichtigkeit der Selbsthilfe und der Zusammenarbeit mit der Selbsthilfe deutlich zu machen. Weil wir als Fachleute können jederzeit die fachlich relevanten Aspekte unterstützen, beraten, schulen, anleiten. Aber wir kommen natürlich an die Limitierung, dass wir den Menschen nur unsere Erfahrungen mitteilen können.
Und die Erfahrungen eines Selbstbetroffenen an der Stelle sind damit nicht vergleichbar. Also einer, der es wirklich mal durchlebt hat, dasselbe erlebt, gefühlt, dieselben Gedanken sich gemacht hat. Wir erleben diese Schicksale aus der Fremdwahrnehmung. Ja. Als Fachleute erleben wir solche Wahrnehmung. Aber etwas aus der eigenen Perspektive dann zu schildern, ist nochmal eine ganz andere Qualität. Ja. Und eine willkommene, hochwillkommene Ergänzung. Ja, also nochmal eine ganz andere, zusätzliche Hilfe auch für die Stoma-Therapie. Ja. Weil die Situation, in der die Menschen ein Stoma bekommen, hat ja immer einen sehr ernsten, zum Teil lebensbedrohlichen Hintergrund. Und das berücksichtigen wir auch bei unserer Arbeit. Es ist eine sehr hohe emotionale Belastung und da sehen wir uns auch täglich in der Arbeit mit den Betroffenen damit konfrontiert, auch da Hilfe und Unterstützung zu geben, um mit dieser emotionalen Belastung fertig zu werden. Gehen wir mal davon aus, ich bin auch durch die Anschlussheilbehandlung durchgegangen, geht in der Regel, dauert die so 3 Wochen. Also ich hatte dann irgendwie 4-5 Wochen Zeit, mich damit auseinanderzusetzen, wie funktioniert das? Wie ändert sich jetzt vielleicht mein Leben in manchen Teilen? Habe ein bisschen Selbstbewusstsein hoffentlich aufbekommen in der neuen Situation. Vertrauen in das, dass das alles funktioniert, was jetzt mit mir passiert. Und dass ich damit auch weiter ein gutes Leben führen kann. Weil für die allermeisten ist es ja tatsächlich so, dass Stoma selbst ist eigentlich nicht der Grund, warum manche Dinge vielleicht nicht mehr so funktionieren wie vorher. Sondern das ist dann eher die ursprüngliche Erkrankung, die eine sehr starke Belastung ist, die behandelt wurde. Viele sind nach ihrer Behandlung auch wieder gesund, haben dann zwar den Beutel am Bauch, aber leben eigentlich wie jeder andere auch. Mhm. Wenn ich dann aus dem ganzen Klinikbetrieb raus bin, habe ich dann zu Hause auch noch einen Ansprechpartner? Ja, grundsätzlich sind wir in Deutschland in einer sehr dankenswerten Situation. Wir haben ein in der Welt fast einmaliges Homecare-Nachsorgesystem. Unser Sozialversicherungssystem honoriert nicht die Stoma-Therapie im ambulanten Bereich, aber im Zusammenhang mit der Vergütung der Stoma-Produkte ist auch die Beratung und Anleitung im Gebrauch dieser Produkte damit vergütet. Okay, also die Platten und Beutel, die ich brauche, die bezahlt ja meine Krankenkasse. Ja. Die muss ich ja nicht selber zahlen, bis auf den gesetzlich vorgeschriebenen Eigenanteil von 10 Euro im Monat. Aber ansonsten steht mir das ja kostenfrei zu. Mhm. Aber den Preis, den meine Krankenkasse dafür zahlt, da ist eigentlich, also damit die therapeutische Leistung auch schon mit drin. Die Beratung und Schulung zur Anleitung, zur Handhabung dieser Versorgungsprodukte ist Vertragsgegenstand. Das heißt, wenn ich dann zu Hause bin und einen Stoma-Therapeuten brauche, aus welchem Grund auch immer, vielleicht funktioniert plötzlich mit meiner Versorgung irgendwas nicht mehr richtig oder es hat sich eine Hautentzündung gebildet oder es hält einfach nicht so, wie ich mir das vorstelle, dann gehe ich nicht einfach wie bei einem Physiotherapeuten in eine Praxis oder lass mich vom Hausarzt dahin überweisen? Die Möglichkeit gibt es nicht. Nein, die gibt es deshalb noch nicht, weil der Berufsabschluss Stomatherapeut oder Pflegeexperte Stoma-Kontinenzwunde nicht gesetzlich geschützt ist. Damit existieren wir nicht für das Sozialversicherungsgesetz. Und was nicht existiert, darf man nicht bezahlen. Das heißt, ich gehe zu dem, der, wo ich auch immer mein Rezept hintrage, der mir die Platten und Beutel und alles, was ich sonst brauche, liefert, der hat dann auch die Stoma-Therapeuten. Das ist Verpflichtung in den Leistungsverträgen zwischen den Leistungserbringern und den Krankenkassen. Mhm. Die müssen auch eine Versorgungsqualität sicherstellen. Und das bedeutet, immer dann, wenn es Probleme gibt mit der Versorgung, wendet man sich am besten an den Hilfsmittellieferanten. Und der wiederum unterstützt dann, soweit wie es keine medizinischen Probleme sind. Mhm. Entdeckt er irgendwelche medizinischen, behandlungsbedürftigen Probleme, dann ist die Überweisung an die Vermittlung an den Hausarzt und möglicherweise Überweisung ins Krankenhaus Facharzt. Oder an den behandelnden Facharzt der übliche Weg. Okay. Gut, also zu Hause habe ich
potenziell auch die Möglichkeit, es ist eigentlich immer jemand da, derjenige, der mir auch die Produkte liefert, die Hilfsmittel liefert, muss sicherstellen, dass ich dort einen Ansprechpartner habe, bei was für auch immer ein Problem auftritt, selbst wenn ich die letzten 3, 4, 5 Jahre keinen Stomatherapeuten war. Du sagtest ja, euer Ziel ist eigentlich, dass wir euch gar nicht brauchen oder nicht mehr brauchen irgendwann. Ja, mit der einen Einschränkung, dass wir im Bedarfsfall zur Verfügung stehen. Ja. Und das bedeutet, jeder von uns lebt sein Leben, jeder von uns gerät in andere Lebenssituationen. Das Beispiel der Gewichtszunahme oder Abnahme trifft da genau zu. Nach einer überstandenen schweren Krankheit hat man viel Gewicht verloren in der Regel. Dann nimmt man wieder im Lebensalltag ganz normal an Gewicht zu. Die Körperform ändert sich, man bekommt eine andere Körperkonstitution und damit verknüpft sind Veränderungen der Versorgungsbedürftigkeit verknüpft. Man muss die Versorgung regelmäßig überprüfen und anpassen. Aber das ist eine Langzeitaufgabe. Und betroffene Menschen mit einer Stomaanlage werden im Laufe der Zeit zu Experten ihrer eigenen Versorgung. Sie können sich ganz genau und gut einschätzen, was gerade bei ihnen los ist, ob es ein Problem gibt oder nicht. Es gibt immer wieder mal Lebenssituationen, wo diese Selbstexpertise endet, wo man einfach den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr sieht. Wo ich plötzlich auf eine neue Situation zum Beispiel komme, oh Scheiße, das hatte ich noch nicht. Ja. Und ich brauche jetzt irgendjemand, der mir hilft. Das ist die klassische Situation, wo es dann wirklich Zeit wird, sich umgehend an einen Pflegeexperten zu wenden, der mit der entsprechenden Unterstützung behilflich ist, das Problem zu beseitigen. Vielen Dank, dass du bei uns warst. Sehr gerne.